Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute wieder einen ganz großen Einkauf, den ich euch zeigen möchte. Ich war nämlich gestern bei Tiger, bei TK Maxx und bei Action. Und vor ein paar Tagen oder Wochen sogar war ich noch bei Systrene Grene. Da habe ich auch noch kein Haul zugedreht, weil das nur drei Teile waren. Genau, die Sachen möchte ich euch jetzt ganz gerne einmal zeigen. Ich fange direkt mal an mit den Sachen von Systrene Grene. Ja, sind auch nur drei Sachen. Einmal diese Strohhalme, die fand ich ganz süß. Einmal halt einfach, um sie ganz normal zu verwenden als Strohhalme oder halt auch damit zu basteln. Ja, fand ich ganz süß. Die haben gekostet 1,38 € und da sind 10, 12 Stück drin. Dann nochmal Doilies. Die gab es schon mal in zwei anderen Farben. Hier die. Ich glaube, die habe ich euch gezeigt mal in einem Haul. Und die gab es jetzt noch in Klein und in Gold und Silber. Da habe ich zwar auch schon welche von, aber nicht in der Größe. Und ja, da sind jeweils 20 Stück drin für 1,04 €. Das finde ich ja, sehr günstig. Und da habe ich nochmal jeweils ein Paket mitgenommen. Das war es dann auch schon. Moment. Dann mache ich einmal weiter mit Action. Da habe ich, ja. Eigentlich nichts Spezielles gesucht, doch ich wollte nach den Lux Paper Blocks gucken mit den Einhörnern, weil mich jemand angeschrieben hat. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich gucke einmal kurz nach, ob es die bei meinem Action noch gibt und ob ich ihr die mitbringen könnte. Und da habe ich natürlich geguckt. Das war Mimilicious Time. Also Jessie oder Jessie. Und ja, gibt es leider nicht. Also ich kann gerne noch weiter gucken, aber diesmal habe ich keinen gefunden. Dafür gab es aber zwei andere, die ich mir mitgenommen habe. Und ich sollte auch wegen der Stanze gucken. Diesen, was so aussah wie so eine Koralle. Da habe ich auch geguckt, den habe ich aber auch nicht mehr gefunden. Diese Stanze hier. Die wollte auch noch jemand haben, aber die gab es leider auch nicht. Ja, ich fange mal an mit dem. Das ist so ein bisschen Hundethema. Die haben beide 1,69 € gekostet. Finde ich sehr süß mit so Tierchen, Rehe, Eulen. Dann hier wieder diese Sprüche, Sticker. Dann ganz viel Motivpapier. Gefühlt ist da jetzt irgendwie mehr Motivpapier drin als sonst. Aber es kann auch sein, dass ich das irgendwie falsch in Erinnerung habe. Auf jeden Fall sind die sehr schön, finde ich. Zum schwarzen Herz. Das ist sogar zweimal drin. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Dann mit diesen Pfötchen. Hier so Mosaiksteine. Dann Blumen. Hier solche Ornamente. Dann noch mal mehr Stanzen. Ach, es ist so warm, ey. Heute sind 33 Grad. Nochmal Tiere. Hier ist nochmal eine Hundeseite mit ein paar Hasen noch. Hier ist so Geburtstagsthema. Dann nochmal Verschiedenes. Das fand ich total schön, diese Häuserwand hier. Und nochmal Sprüche. Genau. Den einmal. Ups. Und dann den hier. Das ist wieder so ein bisschen mehr Wald, Western, Indianer-Style. So süß mit diesem Hasen in diesem Tipi. Dann auch wieder Sprüche. Da gab es aber auch nur die beiden verschiedenen bei Action, bei unserem. Dann blau, schwarz. Hier auch so Ethno-Muster in grün, braun. Hier so ein Aquarell-Style, schwarz-weiß. Das ist auch super schönes Papier hier. Aber momentan weiß ich auch gar nicht so recht, was ich basteln soll. Also ich bin ja momentan so ein bisschen mehr so kartenbastelmäßig unterwegs, gar nicht so Alben. Wobei ich ein Album angefangen habe, das kann ich euch gleich auch mal zeigen. Aber irgendwie habe ich da doch keine Lust mehr dran weiterzuarbeiten. Ist irgendwie ein bisschen doof. Aber bei dem Wetter hat, glaube ich, auch keiner so richtig Bock, die ganze Zeit drin zu hocken und zu basteln. Also wirklich
hier sehr viel Indianer-Style. Ich glaube, sowas werde ich auch gar nicht verwenden, weil ich das irgendwie ein bisschen zu speziell finde. Aber trotzdem sind ja hier so ein paar Sachen dabei, die echt schön sind. Und selbst für, also für den Preis lohnt sich es ja auch, wenn man nur die Hälfte verwenden kann, finde ich. Genau, die beiden Blöcke. Dann habe ich mir noch eine Stanze mitgenommen, weil ich halt momentan am meisten Karten mache und das vor allem auch Babykarten, weil ganz viele Arbeitskollegen oder von meiner Mutter Arbeitskolleginnen Kinder bekommen und da finde ich sowas eigentlich auch mal ganz süß, wenn man das auf so eine Glückwunschkarte macht, so eine Stanze. Die fand ich ganz niedlich für 1,49 Euro. Dann habe ich mir so Cocktailsticks mitgenommen. Nicht unbedingt zum Basteln, also werde ich vielleicht auch mal verwenden, aber dann eher so fürs Essen. Ich habe jetzt neulich zum Beispiel für meinen Arbeitskollegen so eine Käseplatte gemacht und habe dann auch so kleine Cocktailsticks da drauf gemacht, dass ich schreiben konnte, welche Käsesorte das ist. Und für sowas finde ich die immer echt ganz praktisch. Habe ich mal mitgenommen für 49 Cent und so welche habe ich in der Art auch noch gar nicht gesehen. Dann nochmal zwei Kleberoller, die kann man ja immer gebrauchen. Für 98 Cent. Dann nochmal Papierblumen. Die fand ich auch ganz süß. So welche habe ich nämlich noch gar nicht. Ich habe nur so typische Rosen. Aber die eben noch nicht. Und die fand ich auch ganz niedlich. Die habe ich mir mitgenommen für 69 Cent. Und die haben 85 Cent gekostet. Oh, es ist so warm. Ich schwitze vom Nichtstun. Dann nochmal so Gummiborte. Da habe ich jetzt, ich hatte glaube ich noch eine weiße, die ist jetzt auch schon fast leer. Und habe die zum ersten Mal in beige gesehen, die fand ich ganz süß. Die habe ich mitgenommen. Und dann nochmal ein Paket mit weiß und mit weiß und grau. Jeweils 76 Cent. Dann habe ich hier nochmal diese Gemstones mitgenommen, weil dieser Mix ganz cool war. Der ist ja jeder irgendwie ein bisschen anders. Und da waren so ganz viele dabei, die so irisierend sind. Ganz viele Steinchen. Und bei meinem anderen Mix ist es irgendwie ein bisschen langweiliger von den Steinchen. Darum habe ich das andere mitgenommen für 1,99. Und dann noch ein paar Sticker. Die habe ich ja letztes Mal auch schon gekauft. Die finde ich immer noch zuckersüß. Das Eis habe ich damals, glaube ich, gar nicht mitgenommen. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Das habe ich auch noch zweimal mitgenommen. Für 59 Cent. Sehr süß. Werde ich wahrscheinlich wieder Card Candies mitmachen. Und dann noch einmal den Bogen, weil ich den echt am schönsten finde. Mit diesen Meerjungfrauen. Dann gab es noch Puffy-Sticker. Die fand ich auch sehr, sehr süß. Also die finde ich richtig, richtig hübsch. Für 59 Cent. Da gab es drei verschiedene Motive. Ich habe jetzt nur die beiden mitgenommen. Und die jeweils zweimal. Genau. Für den Preis kann man da echt nichts sagen. Ich weiß natürlich jetzt noch nicht, wie sie kleben. Aber ich finde die echt total hübsch. Sehen sehr hochwertig aus, finde ich. Genau. Die. Und dann gab es so richtig süße Taschen. In rosa, blau, silber und gold. Gold habe ich jetzt da gelassen. Einfach weil die relativ teuer waren, also teuer nicht, immer noch günstig, aber ich wollte halt einfach für 1,49 dann nur drei mitnehmen, weil ich die wahrscheinlich benutzen werde für eine Verlosung, weil ich ja, Moment, bald, ich kann ja einmal nachgucken, also ich habe jetzt aktuell 1500 Abonnenten und wollte eigentlich, wenn ich 2000 Abonnenten habe, eine relativ große Verlosung machen. Das bis dahin dauert es wahrscheinlich noch ewig. Habe jetzt aber auch bei 250.000 Aufrufe auf meinem Kanal. Momentan noch 247.000. Vielleicht mache ich auch dann eine kleine Verlosung oder ein kleines Dankeschön. Oder vielleicht auch einfach mal zwischendrin, dass ich einfach diese drei Taschen mit ein bisschen netten Bastelsachen fülle und die dann an drei verschiedene Personen verlose. Das weiß ich aber noch nicht. Da werdet ihr dann natürlich nochmal informiert. Und die hat halt oben so eine große Tasche und hier vorne ist auch noch eine. Also die finde ich echt sehr süß, auch mit diesen Sternchen hier. Und ja, da habe ich einfach mal drei mitgenommen. So, dann war ich noch bei
Tiger und da gab es eine richtig coole Aktion. Und zwar haben die vorne im Eingang direkt gehabt so ein paar Artikel, wo du dir vier von aussuchen kannst und dann nur 1 Euro bezahlen musst, also 4 für 1. Und das war mega cool, weil da waren richtig tolle Sachen. Einmal sind mir diese Taschen direkt ins Auge gesprungen, weil ich die schon immer mal mitnehmen wollte. Weil ich diesen Effekt total cool finde. Das ist wie so Papier, aber halt, also man kann es nicht durchreißen. Und ich glaube, die haben sonst pro Stück 1 Euro gekostet. Und jetzt haben die halt 25 Cent gekostet. Also 4 Stück für 1 Euro. Die habe ich mitgenommen. Ja, aber weil 4 reichen, habe ich jetzt nicht nochmal 4 genommen. Dafür habe ich mir noch andere Sachen ausgesucht. Und zwar diese Glasperlen. Die fand ich auch total schön. Man kann natürlich einerseits die so verwenden, richtig als Perlen oder eben als Streudeko. Auch jeweils halt 25 Cent pro Stück dann. Da gab es leider auch nur rosa und pink. Da habe ich jetzt zweimal lila. Ach Quatsch. Pink, nein, ja, pink und lila. Und dann gab es noch solche Griffe. Die fand ich auch total cool. Das sind ja so ähnliche, wie ich die benutzt habe für meine Moppelkommode von IKEA. Ja, da habe ich jetzt auch nochmal welche mitgenommen, weil ich die bestimmt nochmal irgendwann verwenden kann. Und für 25 Cent finde ich, ist das ein Hammerpreis, auch wenn ich die irgendwie mal für irgendwas anderes in meiner Wohnung benutze. Da habe ich jetzt 4 weiße mitgenommen. Und dann nochmal 2 rosane und 2 blaue. Die passen nämlich am besten hier an meinen Schreibtisch in den Farben. Die gab es aber auch noch in anderen Farben. In Rot, in Schwarz, in Grün. Aber die Farben fand ich jetzt am schönsten. Und dann zu guter Letzt habe ich noch solche Stoff-Erdbeeren mitgenommen. In Rot, Pink und Lila. Das fand ich ziemlich teuer. Die sind jetzt nur 15 Stück und die haben 2 Euro gekostet, aber ich denke mal, ich werde die auch nicht so häufig verwenden und dafür finde ich, geht es dann auch wieder. Also ich werde dann einfach ein bisschen sparsamer damit sein und ja, da habe ich dann auch nur ein Paket mitgenommen. Ja, das war es auch schon von Action, Sistrine-Gräne und Tiger. Dann war ich noch in der Stadt bei TK Maxx und habe da bei diesen Bastelsachen, Karten und Notizbüchern geguckt und da gibt es ja immer ganz unterschiedliche Sachen. Die haben ja meistens so Einzelstücke. Und ja, aber ich habe da jetzt schon Ewigkeiten keine Papierblöcke oder sowas mehr gesehen. Und bin dann da einfach nochmal hingegangen, weil ich gucke da eigentlich jedes Mal, wenn ich da bin, weil es halt, man kann halt mal Glück haben und dann haben die da total viele Bastelsachen oder man hat halt Pech und da ist halt nichts. Und ja, diesmal war halt wieder nichts, also weder irgendwelche Papierblöcke noch irgendwas anderes, was mich angesprochen hat. Und dann bin ich ein bisschen weitergegangen. Da waren so Acrylsets mit ja, Acrylfarben und Wasserfarben und so. Und darunter, unter dem einen Paket, lag dann, Moment, ich mache einmal Platz. Manche von euch haben es vielleicht schon bei Instagram gesehen. Da habe ich das nämlich direkt gepostet, als ich das gesehen habe, vor Ort noch, weil ich so begeistert war und mich so gefreut habe, dass ich das gefunden habe. Und zwar gab es dort ein riesen Gorgeous von Santoro Kartenbastelset für 19,99 € statt 38 €. Und ja, das musste ich einfach mitnehmen. Ich persönlich bin jetzt ja nicht mal so der Gorgeous-Fan, aber ich finde die auch einfach mega süß. Und wusste einfach, für den Preis nehme ich das auf jeden Fall mit. Sei es, dass ich es am Ende irgendwie doch verlose oder verschenke, aber das konnte ich auf jeden Fall nicht liegen lassen. Genau. Das ist wirklich ein Riesenkarton, der richtig schwer ist. Und ja, es sind 800 Teile drin, also über 800 Teile. Genau, 19,99. Ich weiß nicht, ob man das eben sehen konnte. Und das würde ich euch jetzt gerne einmal ein bisschen zeigen. Und zwar ist hinten auch ganz gut drauf zu sehen, was drin ist. Und zwar ganz viele Papiere. Vorne steht jetzt drauf, wie viele. Ich gucke noch einmal. 36 A4-Blätter. Die sind alle wunderschön, die habe ich mir schon in, live quasi angeguckt. Ich habe schon einmal ausgepackt. Dann mir gefallen besonders diese Sternenhimmel. Dann sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Karten, Rohlinge drin.
jeweils in, ich glaube, fünffacher Ausführung, Briefumschläge, dann drei große Stanzteile, Buchstaben, was ist das? Das sind, glaube ich, einfach Stanzen, nochmal kleine Buchstaben, Schleifen, Buttons, Schleifenbänder, eine Stanze, Strasssteinchen, dann so große Die-Cuts, die man so schichten kann, also so 3D-Sachen. Das sind dann quasi die hier, die man dahin umwandeln kann. Genau. Und ich zeige euch jetzt einmal noch grob den Inhalt. Ich gehe jetzt nicht jedes Papier durch, weil das würde ein bisschen den Rahmen sprengen. Und das ist übrigens der Karton von außen. Also der Deckel quasi. Das ist quasi jetzt nach unten geklappt. Ups. Und man kann das dann natürlich alles schön in diesem Karton aufbewahren, wenn man damit bastelt. Genau, also hier sind einmal die Stanzteile. Ich fange mal oben an. Also einmal Schleifenbänder. Dann die passenden Schleifen dazu. Strasssteinchen. Buttons in den Farben. So große Stanzteile aus Chipboard, also dicker Pappe. Eine Herzchenstanze, die ich super süß finde, weil ich habe auch gar keine Herzchenstanze. Dann die Kartenrohlinge. Einmal hier dieses mit dem Nachthimmel. Dann gelb gestreift. Nochmal hier so ein Nachthimmel. Und blau-weiß gestreift. Dann nochmal einfarbig rosa, blau und gelb. Und jeweils wirklich immer echt viele. Und dann ganz, ganz viele Briefumschläge. Ich denke mal 36 Stück, weil man angeblich mit dem Set 36 Karten machen kann. Also echt super süß. Dann, wie gesagt, das Papier. Moment. Also einmal die Buchstaben. Das ist auch so richtig dicke Pappe. In so beige. Dann das sind Stanzteile und noch kleine Buchstaben. Dann nochmal hier die Stanzteile. Einmal der Bogen. Der Bogen. Hier sind so Briefmarken. Und hier sind auch nochmal welche. Und dann das Papier. Jetzt, wo ich schon ausgepackt habe, kann es ja eigentlich doch durchgehen. Also einmal Gorgeous hier auf so einem Strandtuch mit Summer Days steht hier. Dann Fly Away With Me. Dieses hier. Sugar and Spice. Hier einmal so schwarz-gelb. Finde ich auch ganz cool. Ganz viele Briefmarken. Dann so ein einfaches Sternenhimmelsblatt. Dann das hier, das ist eigentlich mein Lieblingsblatt. Das finde ich super schön. Das auch. Ich weiß auch noch nicht, ob ich damit wirklich Karten mache. Vielleicht mache ich auch ein paar Alben oder irgendwie sowas. Mal schauen. Man kann das ja auch super ausschneiden. Das ist auch so schön, dieses Motiv. Das hier zweimal sogar. Vielleicht ist das ein aus Versehen. Dann noch so ein paar schlichte. Dann welche mit Streifen. Da sind auch einige bei. Finde ich auch cool, dass das nochmal so ein, also so Hintergründe dabei sind. Nicht nur diese auffälligen. Dann sind ein paar mit so einem Wassereffekt. Das ist auch richtig schön, das Blatt. Die finde ich auch richtig schön. Und für den Preis kann man da echt nichts sagen. Und noch die beiden. Also ich bin mega begeistert, dass ich den Schnapper machen konnte. Und das ja quasi zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Ich habe auch an der Kasse dann sogar gefragt, ob sie vielleicht nicht doch noch ein zweites davon haben, irgendwie im Lager hinten oder so. Aber es sind tatsächlich alles Einzelstücke, die sie dann im Regal haben. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ja auch Glück und könnt irgendwas von Gorgeous ergattern. Es gab auch noch so Wasserstift, also so
hier Aquarell-Brushpens, meine ich, Brushpens von Gorgeous, aber die brauche ich jetzt nicht, da habe ich eigentlich genug von, also von Brushpens allgemein. Ja, und dann halt nur das Set. Ich bin echt mega begeistert. Was ich mich nur frage ist, es ist ja ein Card-Making-Compendium, also dass man damit halt 36 Karten machen kann. Jetzt frage ich mich aber nur, diese Kartenrohlinge sind ja alle so schön, da klebt man ja jetzt eigentlich kein Motivpapier drüber. Wofür braucht man dann aber das ganze Motivpapier? Weil wenn ich jetzt das hier drüber kleben würde, um dann darauf ein Stanzteil zu machen oder so, dann verdecke ich das ja. Also, wisst ihr, was ich meine? Ich finde es irgendwie ein bisschen komisch, warum dann so viel buntes Motivpapier dabei ist. Aber ich beschwere mich natürlich nicht. Darum überlege ich halt auch noch, ob ich damit wirklich Karten bastel oder ob ich die nicht einfach als, ja, Karten benutze mit den Stanzteilen und das Papier dann irgendwie für ein Album oder so. Werde ich mir nochmal überlegen. Genau. Ja, und das war es auch schon. Also ein sehr, sehr erfolgreicher Haul. Ich hoffe, euch hat es gefallen und dann, ja, wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag bei dem Wetter und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!